Das Dagsberg Videoteam begrüßt Sie sehr herzlich zur zweiten Ausgabe Dagsberg Aktuell. Hier sind die Themen: Schauspieler Alistair aus Schottland, Fußballbezirksmeisterschaft und Jugendverkostung in Dagsberg. Eines Nachmittages kam der schottische Schauspieler Alistair zu uns nach Dagsberg, um mit der Schauspielgruppe einige Übungen für das Theaterspiel zu machen. Die Schüler waren begeistert. You don't have to look at the camera. You don't have to like, smile and be nice. I come from Scotland, Oban, a place in Scotland called Oban. Is this your first time here in the school? No, I was here last year working with the fourth class for one day. Oh. Do you like Austria? Yes, I love Austria very, very much, actually. It's my second favorite country. Are you often here? I live here. Oh. I live in Austria. Oh. What do you exactly do in your job? How long have you got to explain? What do I exactly do? I do workshops, I do theatre productions, I direct shows, I act in shows. Everything and anything, really. I sometimes do some modeling as well, so everything and anything that's related to acting. Okay, and I think, do you like the job, is it? Yes, I love the job. I've been doing it 2.5 years nearly, so yeah. What's your favorite Hollywood actor? Me. Oh, yeah. Hollywood actor, I don't know. My favorite Hollywood actor. There are lots of actors I admire. But I don't know who my favorite is. No idea. Okay, thank you for the interview. All right, no problem. Danke. Diese Übung des zweitägigen Workshops erforderte viel Konzentration und Selbstbeherrschung. Alistair schickte die Schüler mit verschiedenen Geschwindigkeiten durch den Turnsaal, ließ sie auf Kommandos entweder stehen bleiben oder Gruppen bilden, die dann eine Aufgabe lösen mussten. Am zweiten Tag nahm jeder Schüler einen persönlichen Gegenstand mit und musste dessen Bedeutung für ihn erklären. Schülerliga Fußball. Dieses Jahr in der Herbstmeisterschaft hatte Dagsberg A gewonnen. Hier die Ergebnisse. Dagsberg A gegen Dagsberg B 9:1. Brambachkirchen gegen Everding Nord 0:0. Dagsberg B gegen Hartkirchen 0:4. Dagsberg A gegen Everding Nord 8:0. Hartkirchen gegen Brambachkirchen 4:0. Brambachkirchen gegen Dagsberg A 3:0, Everding Nord gegen Hartkirchen 0:4, Dagsberg B gegen Brambachkirchen 2:1, Hartkirchen gegen Dagsberg
A 1-4 und Everding Nord gegen Dagsberg B 2-1. Hier die Tabelle. Gymnasium Dagsberg ist erster Platz und dann hat Kirchen, nachher Kirchen, Braunbach Kirchen und letzter Platz an Everding Nord. Herzlichen Glückwunsch an die Spieler des Teams Dagsberg A, die heuer gute Chancen auf den Bezirksmeistertitel haben. Aber auch an die Mannschaft B, die sich beachten, zu erklären. Bei ihrer Kälte schaffte es die Dagsberger Fußballmannschaft einmal mehr über sich hinauszuwachsen. Das Team Dagsberg A in den gelb-grünen Dressen unter der Führung von Kapitän Marco Huema gewann alle Spiele. Der erfolgreichste Torschütze war Matthias Doppelbauer, der auch beim Nachwuchs des SV Ried spielt. Nicht einmal die mäßige Schiedsrichterleistung konnte den glorreichen Sieg verhindern. Herzliche Gratulation. So, bevor du jetzt ins Spiel reinkommst? Ja, geil ist. Und aufgeregt. Das kannst du was ändern? Vielleicht ein bisschen was. Wie sind Sie zufrieden mit dem Spiel? Naja, mit dem Spiel selber bin ich nicht sehr zufrieden, muss ich dazu sagen. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden. Heute war es ein bisschen mit Hängen und Würgen, kann man sagen. Zufrieden mit dem Spiel jetzt? Ja, voll. Also, wir haben jetzt alles gegangen und passt. Wir hoffen, dass wir im Frühjahr wieder gewinnen. Super. Und wie sind die Gegner? Ja, heuer sind sie wegen schwächer als letztes Jahr und hoffen, dass es so bleibt. Am 25. Oktober fand eine Jungweinverkostung in den romantischen Gewölberäumen des Meierhofes in Dagsberg statt. Es kamen ca. 120 Gäste zu diesem Ereignis.
Sehr gut, sehr gut. Ich habe gar nicht gewusst, dass es Gebäude da gibt, obwohl ich eigentlich oft hier in die Schule gegangen bin. Aber es ist sehr, sehr schön. Ja, ich bin auch wirklich ganz überrascht, weil ich die Räumlichkeiten einfach nicht kennt habe von Dagsberg. Und was erwartet ihr von dem Abend heute? Ihr wart meinen gemütlichen Abend, wo ich viele Ex-Klassenkollegen wieder trifft. Deswegen bin ich eigentlich da. Und ein bisschen Wein trinken, das kann auch nicht schaden. Grüß dich, Resi. Ja, ich sehe. Haben sie eh nicht hergekriegt. Ich habe das eigentlich nicht so gut kennt, darin vorher, aber schaut ganz fest aus eigentlich. Und was erwartet ihr von dem Abend? Gemütlich einfach. Weiß nicht. Was erwartet man? Gemütlich sitzen und ein bisschen reden können einfach. Talentiert sind, da ist der Mario Furtmeier an der Quetschen. Der Lukas Froschauer am Piano. Und der Georg Wiesinger auf der Geige. Schmeckt der Wein? Bis jetzt hervorragend, danke. Was sagst du zum Ambiente? Das Ambiente gefällt mir sehr gut. Ich glaube, ich komme öfter. Wenn es Gelegenheiten gibt, kommen wir sicher wieder, ja? Ganz bestimmt. Den Wein finde ich sehr gut, vor allem den weißen. Der rote ist auch für einen Wachauer erstaunlich gut, würde ich sagen, obwohl er an den Burgenländer ganz ehrlich gesagt nicht herankommt. Die Tanzungstage sind vorbei. Gib mir Speichel oder zumindest einen Kuss. Die Weichen sind längst gestellt. Wir müssen los. Irgendwas schiebt und zieht uns. Uns umgibt der Glanz der Sonne. Lass uns Wellen reiten gehen. Heute fallen wir 100 pro nicht vom Brett. Kein Augenblick, kein Augenblick mehr. Das Leben beginnt jetzt. Also los. Was dir ist heiß, nee, ne Pause gibt's heute nicht.